gut, Leute, ihr habt es geschafft. Ihr seid jetzt beim dritten Teil unseres ersten Livestream-Gamescom-Tages live at Gamescom. Teil 1 und 2 habt ihr bereits gesehen und war bestimmt voll super, sonst wärt ihr ja natürlich nicht hier. Ja? Es sei denn, ihr wolltet unbedingt unsere speziellen Gäste in diesem nächsten dritten Teil sehen. Dann seid ihr natürlich auch herzlich willkommen. Bitteschön, Teil 3, live at Gamescom. Ja? Ja. Okay. Hallo. Willkommen hier. Ja, das war die Anmod. Ich bin schon, ja. Ist eine 1er Anmod, finde ich gut. Lass, ja, ist da wirklich nur Kaffee drin? Ja. Oder das Blut junger Fans. Das trinken wir hier übrigens am liebsten. Das ist das Blut junger Fans. Die Blutung in Blut junger Fans. Jetzt wird es ganz schön eklig. Mensch, Michael, warum gibst du mir solche Sachen über mein Ohr? Das kann ich doch nicht einfach so sagen. Wir sind live. Wo ist denn die Kamera? Das kleine Ding ist die Kamera. Oh Gott, dilettantisch. Ich weiß gar nicht, ich kann ein bisschen erzählen, was ich gerade gesehen habe. Ja, eben gerade, die Eindrücke sind noch ganz frisch in mein Gehirn gepresst. Ich komme aus Infamous Second Son und Killzone. Zwei der von mir doch am heißesten erwarteten Titel für die PS4, die ich beide bei Amazon zusammen mit der PS4 bestellt habe, dann aber wieder abbestellt habe, weil ich mir gedacht habe, irgendein Honk wird mir schon eine Version geben. Also irgendein Honk, ein netter Pressehonk meine ich natürlich. Weil die auch so teuer sind, die Spiele. Ist ja unglaublich. Irgendwie 80 Euro stehen die da drin. Naja, ist ja egal. Für dich egal, du klaust es dir eh. Nee, ich ich bin ja nicht so wie die anderen Redakteure bei uns. Ich brauche das aber auch nicht. Du entwickelst sie selbst, deine Spiele. Zum Beispiel, ja. Ja, und dann fange ich doch einfach mal an, ein bisschen dir zu erzählen, eigentlich eher den Leuten da draußen. Genau, wollte ich gerade sagen, was interessiert dich am meisten? Echt, ich hätte jetzt gedacht, du bist mehr der Second Son-Typ, der Infamous Open-World-Zerstörungstyp. Ach so, ja, okay. Ja, dann erzähl mir doch davon was. Das war das mit... Nee, jetzt, das ist Saints Row gewesen, mit dem, wo man auch so abfliegen kann. Ja, Saints Row, dieses Abgefahrene. Genau. Wo eine Party ist. Ja, auch ein bisschen angelehnt an Infamous, oder nicht? Hat mir das nicht... Ja, es ist dieses typische, ich sag mal so, das Thema ist ein bisschen angelutscht schon, so Open World mit Superkräften. Und Saints Row ist halt Open World mit Superkräften und völligem Wahnsinn, so wie... wenn das Internet noch irgendwie drüber ausschüttest, so über dem Spiel. So ist es Saints Row. Das ist aber interessant. Also ich hatte da lange drauf gewartet, so nach GTA und diversen anderen Open-World-Spielen, dass man es mal ein bisschen so in die Superhelden-Richtung macht. Also ich hatte immer mal Lust, genau das zu machen, dass du deinen eigenen Charakter eigentlich, das ist jetzt vielleicht nicht so, ich weiß nicht, was du jetzt vielleicht über Infamous sagst, aber dass du sozusagen eigentlich am Anfang ein ganz normaler Typ bist, und dann sagen kannst halt, looten, leveln Style, ja, ich gehe mehr auf Springen. Und nachher hast du so einen kräftigen Typ, der 20 Meter hochspringen kann. Ja. Und das in der Open World. Und da warte ich eigentlich schon immer drauf. Ey, da bist du genau richtig, weil exakt das ist es. Also looten und leveln gibt's auch, aber es ist halt mehr leveln als looten, weil viel einsammeln musst du nicht. Du spielst, das wird dir vielleicht missfallen, in dem neuesten Teil so einen hippen Skaterboy. Skaterboy, Leatherboy. He wasn't good enough for her. Ja, und das Geile ist, der kann Avril Lavigne jetzt abfackeln, wenn sie ihm auf den Sack geht. Okay. Weil der kann, der beherrscht halt zum einen, kann er sich selbst wohl in quasi Fackeln, Flammen verwandeln und damit körperlos werden. Also er kann so sich so dashen. Also eben ist er hier, dann Wölkchen, dann ist er 10 Meter weiter vorne. So wie in den alten Warner Brothers Trickfilm-Dings. Miep, miep. Ja, ähnlich auch mit denselben Soundeffekten, glaube ich. Ja. Nur mit Flammen. Ja, und das kannst du auch mit deinen Gegnern machen. Die kannst du also auch, die sind flammbar und die kannst du dann einfach, es sah jetzt nicht so brutal aus, wie es klingt, aber halt, kannst du halt anzünden und einfach ihnen alles Mögliche brechen und so. Man hat halt diese Superkräfte, man kann auch schießen. Es sah auch so aus für mich, als ob man natürlich... Schießen aus dem Körper. Natürlich aus dem Körper. Du hast quasi die ganze Zeit so Flammenhände, so ein bisschen wie Ghost Rider. Ja. Nur halt, was der am Kopf hat... Genau. Hat er am Arm, okay. Ja, was man nicht am Kopf hat, muss man an den Armen haben. Ist ja ein altes Superhelden-Feuer-Sprichwort. Halt in den Beine, oder? Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beine oder so? Was weiß ich, ey, was fragst du mich denn? Flammen halt, es geht um Flammen. Und der Level, den sie uns gezeigt haben, war halt genau das, was du so gerne hast. Einfach ein riesiges Areal mit Feinden, die dummerweise auf uns zukommen. Ein paar hatten auch Superkräfte, die konnten so, das muss ich fast demonstrieren, die konnten so Stein, wie nennt man das? Ja, wie so Steintreppen, konnten die quasi unter sich schießen und dann sind die halt, haben die sich damit hochkatapultiert. Ein Erdbändiger aus Avatar zum Beispiel. Entschuldigung, ein Erdbändiger aus Avatar. Okay.
Die können sich auch so in die Luft... halt die Erde, also alles Stein. Bändigen. Boden, ja, bändigen. So haben wir es doch definiert jetzt. Ja, also Buddy, geh mal raus hier, ich habe das jetzt übernommen. Nein, bleib... Der geht ja wirklich. Der geht ja wirklich einfach raus. Ja, ja, ich meine, naja, das ist ja um Welten besser, würde ich auch sagen. Ja, hat er direkt gesehen. Hat er eine Sekunde Tür aufgemacht. Ah, shit. Ja, vorbei mit der Karriere. Der Simon ist da. Ja, Infamous, also um es mal zusammenzufassen, ich laber sonst wieder zu viel, es sah cool aus, sah nach Next-Gen aus, hat auch nicht geruckelt, hatte knackig scharfe Texturen, man hat auch in Close-Ups und so gesehen, wenn die Kamera mal näher ranging, dass das einfach eine neue Art von Detail ist, also einfach schon wirklich Next-Gen. Aber overall sozusagen hat es mich nicht so weggeblasen, wie ich erwartet habe, rein optisch. Was auf, wirklich muss ich leider sagen, ich fand sie alle toll, alle Titel, die ich gesehen habe, auch Killzone oder Black Flag, so das neue Assassin's Creed, die sehen alle top aus und die sehen auch richtig so gestochen scharf aus und brennen dir so ein richtig kleine Löcher in die Augen. Aber es ist nicht so, dass man sagt, wow, also wie jetzt Oculus Rift oder so, wenn man was, man setzt es auf und ist erstmal geflasht, ja, und das sieht scheiße aus im Vergleich. Ja. Sondern es ist einfach dieses... Es fehlt irgendwie der letzte Funken, wo du sagst, das war bisher nicht möglich. Der Sprung ist zu gering. Wahrscheinlich, ja. Es ist natürlich auch die erste Generation an Spielen. Da fehlt natürlich, man muss ja überlegen, das wird dann oft am PCs entwickelt und dann plant man das schon für die PS3, dann wird die PS4 angekündigt, dann packt man ein bisschen Grafik obendrauf in seinem PC-Entwickler-Kit. Aber es sieht trotzdem noch aus wie ein stinknormales Spiel. Jetzt erst die übernächste Generation wird dann erst so richtig grafisch. An Spielen meinst du? An Spielen, ja. Okay. Ja. Also Killzone zum Beispiel sieht auch aus wie ein Top-Notch-PC-Shooter, so von der reinen Optik her. Da ist alles geil, die Bäume sind knackig scharf, man sieht so die kleinen Wimpel, die Sonnenflecken irgendwie, die durch die einzelnen Blätter oder Nadelbäume irgendwie dann so durchscheinen, sehen toll aus. Gegner sind toll, Effekte sind toll, es ist flüssig, es ist Open World oder zumindest sah so aus. Aber wenn du dann genau guckst, denkst du, okay, das ist alles im Detail schon möglich. Also am PC sieht es halt so aus, wenn du den teuren hast. Aber für 400 Euro ist das natürlich also so viel kostet ja die PS4. Ja. Das Spiel soll 400 Euro kosten, ja. Welches denn jetzt? Nein. Hä? Welches? Das Game One-Spiel. Ach, 400 Euro? Ja, ja, wir haben gerade beschlossen, wenn wir es machen, ist 400 Euro, finde ich, ein floggiger Preis. Ja. An Pong angelehnt? Ja, mehr ist es nicht. Ja, im Grunde. Pong mit Booty und meinem Gesicht? Und vielleicht sogar 2D-Grafik. Ja, natürlich. Ja, Entschuldigung, ich muss gerade Bilder ich habe ein Mikrofon, dankeschön. Ich muss gerade Bilder. Oh, das ist ein eigenes Mikrofon, ne? Ja. Simon, wollen wir ganz kurz mal den Platz tauschen, ja, weil dann könnte ich an den Rechner ran. Aber dann bin ich ja nicht mehr zentral, doch, du bist vorne. Guck doch mal, du bist dann hier, da, die GoPro, du bist immer noch super zentral. Aber das ist schon ein bisschen am Rand. Ja, dann bleib da. Nein, ist ja. Ich mach doch nur Spaß. Ich steck dich gleich an. Hier, du kannst dich hinsetzen. Dankeschön. Nein, ey, wie war's denn? Erzähl mal. Da hast du wahrscheinlich gerade schon alles, ne? Ich habe gerade ein bisschen von Killzone erzählt und von Infamous. Okay. Jetzt, wenn ich sagen würde, wenn du mich fragen würdest, was war das Beeindruckendste? Frag mich doch mal, was war das Beeindruckendste? Simon, wo du gerade hier bist, was war denn das Beeindruckendste? Hannes. Das Beeindruckendste war auf jeden Fall Octodad. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Haben wir den Trailer von gezeigt? Ey, Octodad ist einfach mal arschgeil. Ey, das sieht so lustig aus. Ja. Die Anne war hier und die hat halt auch gesagt, ey, Octodad. Und dann haben wir uns den Trailer angeguckt. Es ist halt kein hübsches Spiel. Aber den Trailer haben wir doch selbst bei YouTube-Session. Ja. Bei Game One. Also. Haben wir den, glaube ich, schon mal gezeigt in der Trailer-Show, im Trailer-Park? Das kann gut sein, ja. Es sieht wirklich sehr witzig aus, aber ich weiß ja nicht, was das für eine Spanne hat, das Spiel. Wenn das 2 Stunden sind, okay. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze da 15 Stunden, ob das dann immer noch so lustig ist? Naja, ich glaube, das Spiel spielst du keine 15 Stunden, es sei denn, es macht dir wirklich sehr viel Spaß. Es ist wie dieses... wie heißt dieses Operationsspiel? Surgeon Simulator. Es sind einfach... Also, das gewinnt seinen Spaß daraus, dass man überhaupt nicht mit der Steuerung klarkommt. In diesem Fall steuerst du halt, also ich habe ein Level gespielt, wo Octodad sich für die Hochzeit vorbereiten muss. Aha, und das ist ganz schön knifflig, weil alles, was er anfasst, bleibt ja erstmal an seinen Saugnäpfen kleben. Und das ist schwierig, wenn du einfach nur dir die Fliege oder die Krawatte binden willst, sozusagen. Es geht darum, dass er nicht als, er ist eigentlich ein Oktopus, aber die anderen, er darf nicht auffallen, dass er ein Oktopus ist, sondern muss sich als Mensch die ganze Zeit ausgeben, oder? Das ist doch das Ziel. Er muss sich so natürlich wie möglich, glaube ich, verhalten. Sonst ziehst du nämlich, glaube ich, eine Aufmerksamkeit. Also wenn du jetzt einkaufen gehst, habe ich, glaube ich, in dem Trailer gesehen,
und da Sachen aus dem Schrank holst und alles runterwirfst und alles klebt an deinen Arm, gucken die Leute dann. Das ist eigentlich das Spiel zu deinem Leben. So ungefähr kann man das. Ja. Wow. So fühle ich mich oft, wenn ich einkaufen gehe. Wirklich total beobachtet und als hätte ich keine Gelenke. Ich dachte bisher, es spielt in einer Octoworld. Aber das ist natürlich, das passt viel besser, dass man sich nicht. Der heiratet nämlich schon eine bürgerliche Menschenweib. Und er hat, glaube ich, auch. Hat er einen Sohn? Und ich glaube, ich weiß nämlich auch nicht, dass er eigentlich ein Oktopus ist. Und darum muss er auch in der Familie auch noch die ganze Zeit. Und darum geht es, glaube ich, in dem Spiel, dass du als armer Oktopus versuchen musst, in der Menschenwelt nicht aufzufallen. Ein ständiger Tanz auf dem Vulkan. Oh, das ist der tiefgründig. Ständige Oktopus-Tanz auf dem Vulkan. Ja, das Gute an einem Oktopus ist, er kann sich ja dann festsaugen am Vulkan, an der Kante, und braucht nicht reinfallen. Der Level, den ich gespielt habe, war einfach nur. Ganz simpel, du standest vorm Spiegel und solltest irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwas am Ende habe ich einfach die ganze Wand eingerissen. So, das ist der. Und dann versuchst du zu laufen und merkst, dass auch die Beine nur so ganz klobig irgendwie laufen und es sieht lustig aus, es hat geile Physik. Und am Ende habe ich meine Krawatte bekommen und konnte mir die Krawatte binden. Großes Spiel. Großes, kleines Spiel. Guckt es euch an, wenn ihr hier seid. Und ja, es ist halt kein Next-Gen-Titel jetzt, der einem die Backen wegreißt oder das Auge dick macht, wie beim Booty. Liegt ja an der PS4, kann man ruhig auch mal sagen. Es hat nicht reingepasst. Ich habe es versucht. Es hat nicht. Ja. Die haben irgendwas mit Ei gesagt. Aber nee. Ja. So ist es. So ist es. Vielleicht ein Virus, Booty. Nein. Ein Computervirus. Möglich. In deinem Auge. Frühlingsgefühle. Feelings of feeling. Hat man jetzt nicht gesehen, ich habe sehr elegant einen USB-Stick mit heißen Fotos rübergeschickt. Ich habe übrigens sehr gute Viren, die du Simon, natürlich per Hand da drauf geschmiert hast. Ich will nur mal wissen, ne? Ich habe hier ein Bild. Damit, Fabian. Ich habe hier ein Bild. Darf ich das hier. Ach, du darfst alles. Darf ich das irgendwie raussenden? Ist das okay für dich? Tust du es gerade? Ja, ja. Du tust es gerade, oder? Ja. Ja, aber das ist. Du machst ja die Live-Regie, du bist ja auch Bildmischer, Bimi. Ja klar, wir haben mich geklont und ich bin für alles hier mehr oder weniger zuständig. Ich habe noch ein anderes Bild. Ich bin auch diese beiden Stühle. Das hier habe ich noch. Oder sitze ich also letztendlich hier auf deinem Gesicht? Ja. Oh, da komme ich auf was. Du willst noch lustige, blöde Bilder von mir zeigen. Nee, das ist natürlich ich viel wichtiger, drei. Als dass ich mehr von Spielen erzähle. Ja, warte. Jetzt kannst du wieder über. Nein, zeig doch noch. Oder wolltest du jetzt noch was? Das ist doch mal ein Aufruf an die Community. Mach daraus doch mal ein GIF aus den drei Bildern. Nein. Daraus zum Beispiel. Ja, hier, warte, daraus. Das ist hier der Hannes, ne? Da klebt er so Dinger. Ne? Vorne sich auch. Das ist ein sehr schönes Bild. Sieht schön doof aus. Ne? Ja, kann man jetzt capturen. Aber die Jacke ist wunderschön. Also das ist eine schöne Jacke, hast du an. In Saints Row Farben. Ja, tatsächlich. Genau. Und auch ein bisschen Gamescom-Farbe. Stimmt, natürlich auch ein bisschen Gamescom. Stimmt, lila-blau. Also ich habe komplett natürlich meine ganze Garderobe auf dieses Spektakel ausgelegt. Abgestimmt. Ja. Ist das stimmt, ja. An der Stelle würde ich nochmal ganz, weil du auch gerade hier bist, nochmal Werbung machen für das Almost Daily Montagsmaler. Oh ja, interessant, ein unschlagbares Team. Es ist wirklich. Sehr gut. Ich habe sogar draußen schon jemanden getroffen, der mich drauf angesprochen hat und der meinte, es ist auch schon recht unfair teilweise. Also Chimäre. Ja, gegen Kuh, aber umso lustiger Kuh, ist es. Ja, direkt danach die Kuh. Und wir hatten ja Trant und Booty auch noch. Okay, ich darf gar nicht alles verraten, aber es ist wirklich sehenswert, weil sich Herr Etienne auch nicht zwangsläufig mit Ruhm bekleckert. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist wohl wahr. Es sind herausragende Zeichnungen zustande gekommen, die sicher noch in Tausenden von Jahren die Menschheit inspirieren werden. Malerei ähnlich. Ja, nur dass sie es besser konnten. Und die hatten nur einen Stein und Ruß. Ich mache mal vielleicht einfach nur ein Bild. So, das ist ein Standbild. Wir wollen nicht spoilern, aber man achte auf Trant. Man achte in diesem Bild auf Trant. Der vollkommen fassungslos ist. Wie er es nicht glauben kann. Und ich empfehle euch, zweimal dieses Video durchzugucken. Einmal sozusagen ganz normal, so wie man sich ein Video anguckt. Und dann die Trant-Cam. Einfach nur die ganze Zeit auf Trant achten. Und das Video wird schlagartig um 1000 Level lustiger. Das ist echt halt so. Auch die ganze Zeit auf heißen Kohlen. Es ist so lustig. Kann nicht glauben, was passiert. Das ist wirklich schon sehr amüsant. Ja. Ich habe mich auch schon fest angemeldet für eine neue Runde, wenn irgendwann was ist. Aber gegen euch möchte ich wirklich nicht antreten. Weil ja, ihr könnt ich würde gerne mit dir das zusammen machen. Malen. Also, ja, Budi und ich will zusammen. Du kannst wahrscheinlich besser malen als ich. Ich bin der allerschlechteste Maler. Ich kann auch wirklich überhaupt nicht malen. Mir fehlen auch immer die Worte. Also ich bin einfach untauglich für Montagsmaler. Aber ich habe Bock. Ja, aber ich glaube, du könntest gut raten, zum Beispiel.
Also ich habe auch Familienoberhaupt Vogel, habe ich auch da gesessen und mir war, wie ist nochmal das Wort, was Sie suchen? Ich wusste, dass es sowas wie Papagei sein muss, aber mir ist es nicht eingefallen. Familienoberhaupt Vogel. Auch geil, dass es dann später nochmal kam, aber jetzt fangen wir wirklich an. Das fand ich wirklich amüsant. Das hat die Regie doch gut eingefädelt. Ja. Da hat die Regie schnell reagiert. Aber wir können ja mal so zwischendurch, oder wollt ihr über Geld sprechen? Du hast wieder Termine, Entschuldigung. Nein, ich habe jetzt keine Termine mehr. Habe mich weggeschlängelt. Okay, sehr gut. Ich auch. Von den Drehs und weiß nicht, ich habe den Ede vorhin gesehen, da hat er irgendwie Drive Club gespielt und hat sich geärgert, dass er ein Rennspiel spielen muss. Und dann mehr habe ich nicht gesehen. Der ärgert sich über alles. Ja, ich habe Trant und Ede vorhin getroffen und die haben gesprudelt vor Euphorie. Die haben eigentlich durchgängig gelacht und gesagt, es macht so viel Spaß. Es macht aber Spaß, die Gamescom ist saugeil. Ich kann gar nicht so viele aufbauende Sprüche bringen, wie man eigentlich Trant auf den Rücken kleben will. Die waren auch gerade fertig durchgeschwitzt, standen irgendwo, kam raus und meinte, es ist doch anstrengend und es ist so relativ voll heute schon. Und das war wohl wieder erwarten, selbst bei Trant. Ja, ich war übrigens gerade bei Franco Fischer, der offizielle Pressesprecher der Gamescom. Der kommt Freitag auch hier in den Livestream, um einfach zu schnacken, kommt auch einen Kaffee vorbei. Die sind gerade dabei, halt wieder den Rekord zu brechen. Und Donnerstag und Freitag ist schon ausverkauft. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählen durfte, aber jetzt habe ich es erzählt. Boah, das große Geheimnis jetzt wahrscheinlich. Ja, aber für so eine Messe ist das ja schon cool, wenn die halt ausverkauft ist. So, also, auf jeden Fall, das heißt für uns, es wird halt schlimm wieder, was so Menschenmassen angeht. Du sitzt hier oben mit deinem Elfenbeinturm und machst gar nichts. Elfenbeinturm, wie? Ich guck raus und dann sehe das hier, liebe Leute. Das sehe ich da draußen. Das bleibt... Wow. Das ist ja geile Texturen, ey. Das ist ja voll... Guck mal, da ist ein Typ. Alter, habt ihr das High Five gesehen? Das war der Hammer. Ey, das war so... Wir können ja kurz nachsynchronisieren. Ey, seid ihr auch über Gamescom? Ja, Mann. Ja, Mann, ey, die da oben wieder, die Game One-Leute, machen mir ja ganzen Fenster. Muss ich den Scheiß morgen wieder sauber machen? Ja, echt, ey. Kleben die alles zu. Ich hab hier so Tickets und sowas. Ja, Budi versucht verzweifelt Aufmerksamkeit für Game One zu erregen. Doch wie auch in den Medien, keinen interessiert's. Wer gegen eine Panzerglas hämmert im Wald, auch da hört man auch nichts. Das ist doch das bekannte. Ne? Wer in den Panzerglasschrank greift, macht es fällt Geräusch. Ins Geräusch. Okay, Ich muss mich jetzt leider verabschieden. Musst du arbeiten oder was? Ja, ich würde gerne so eine Freund und Kollege hat mir gerade ein Zeichen gegeben, dass fulminante Grafiken gebraucht werden. Echt jetzt? Und da ich gefragt wurde, wie meine Eindrücke waren, sage ich jetzt nochmal abschließend, nachdem ich nicht gefragt wurde. Ich bin ja das erste Mal hier und es ist wirklich schon amazing. Das ist ja wirklich festivaleske Züge hat das alles. Und also dafür, dass heute der erste Tag ist, wo ich bin echt auf deine Meinung gespannt. Komm morgen wieder hier und übermorgen, dann möchte ich sehen, wie. Also ich war wirklich noch nie auf so einer Messe, die. Ich war also auf so wenig Messen, wie ich war, aber es ist also die Stände, das ist schon echt der Hammer. Also und natürlich die Leute, die Euphorie der Leute und die Preise einer Cola sind auch der Hammer. Ja, hart, ne? Ach so. Hart, ne? Ja, ich leg, danke schön. Hannes, ein digitaler Applaus für Hannes. Tschüss. Hannes muss arbeiten. Simon telefoniert. Aber ich habe viel gehört von Leuten, die da waren, von der Pressekonferenz und kann das natürlich gerne wiedergeben. Du telefonierst privat wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich einfach nur für euch als Spaß, Simon telefoniert einfach weiter. Bitte schreibt uns jetzt in die Kommentare bei GameOn.de auf dem entsprechenden Blog-Eintrag oder aber über Twitter an @mtvgameon oder an @therockandbeats einen Begriff, den wir beide gleich malen. Das ist sozusagen Training, Live-Training, ihr seid live dabei, wir trainieren schon mal für das nächste Montagsmaler. Da bin ich sehr gespannt, wie wir denn so drauf sind. Ja? Also schreibt euch einfach mal unmittelbar jetzt direkt los. Und dann könnt ihr auch ebenfalls schreiben, wen würdet ihr gerne aus der gesamten Games-Industrie hier bei uns auf diesen eleganten Stühlen sitzen sehen. Also wir haben selber ein paar Kontakte, die rufen wir auch an und gucken halt mal, wann die alle vorbeikommen können. Heute ist ja Fachpresse-Besuchertag, also Fachpressetag. Das heißt, die meisten Kollegen sind jetzt ohnehin in diversen Terminen unterwegs etc. Aber wie gesagt, morgen und übermorgen werden wir das höchstwahrscheinlich ähnlich abziehen wie hier. Das heißt, total einfach mal anmachen, so ein Livestream, ne? Und einfach mal reden, einfach mal gucken, ne? So, das ist der Deal. So, und jetzt halt, wie gesagt, montags mal. Ich zeige euch ganz kurz mal hier, das ist halt so ein Programm, so Paint-mäßig, ne? Und dann kann man hier zum Beispiel auch mal so einen Stift hier auswählen, aber hier mal ein bisschen größer machen, ne? So, oder ist ein bisschen zu groß, mach ich mal wieder weg.
Hier, ja. Rückgängig, wie geht das? Achso, ja, Steuerung. Ich bezweifle, dass das alles in 2 Minuten, weil so nachher. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto malen will. Ich bezweifle, dass das zeitlich alles reinpasst, aber ja. Was soll ich? Fabsen, was soll ich damit? Es gibt ja eine Menge Spiele, die jetzt angekündigt werden. Ein paar davon werden. So, und Auto. Ein paar wahrscheinlich erst später. Was man hier oft hört, ist 2014 oder ja, Early Demo. Also, das ist jetzt mein Auto zum Beispiel. Also ich bin ja ein bisschen noch unsicher, was wirklich kommen wird und was nicht. Aber so die, ich mach mal Picture in Picture, das gibt's auch noch. Michael, kannst du Picture in Picture bitte das GoPro-Bild einbauen? Kann ich das selber auch hier? Aber auch da? Nee, nicht so gut, ne? Ich habe für die Xbox noch nicht so viel, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich habe eigentlich so. Das ist jetzt ein Auto. Den Begriff habe ich jetzt selber mal gebracht, einfach nur als Beispiel. Das heißt, ich gucke jetzt mal, ob es schon Feedback gab. Ja? Und dann malen wir gleich mal was. Die Qualität betreffen, weil das zum einen. So, das geht schon mal weg. Man da so jetzt einen klaren Sieger oder ja. Also Tristan Z schreibt, wir sollen uns selber malen. Das ist eine gute Idee. Dankeschön. Ich werde gleich Simon malen und er malt mich dann. Ist das ein Deal? Okay, dann fange ich einfach mal an. Ne? So, mal gucken. Milchschnittekuche, sehr gut. Sollen wir auch malen? Wurstkanone. Alter, Wurstkanone malen. Das machen wir gleich, Pascal Zögler, aber erstmal male ich jetzt Simon. Und mal gucken, ob ich das hinkriege. So, das ist sehr, sehr nett. Dankeschön. Das waren schon mal die Vorschläge über Twitter. So. So, wie male ich den Simon? Gewechselt und haben uns alle die PS4 vorgestellt. So. Also, das hängt tatsächlich davon ab, also so. Dass die Freude machen. Oder? Was? Ob man sich eine PS4 holt oder eine Xbox One, hängt doch eigentlich nur da vom Freundeskreis ab. Tatsächlich? Ja, sag ich doch. Uli hat gerade nochmal bestätigt. Halt mal still, Simon. Ja, das ist es halt. Man will ja mit den Leuten zocken. Gerade jetzt, wo alles noch mehr in Richtung Multiplayer, Koop und so geht, will man natürlich mit den Freunden weiter Kontakt halten. Und da ist es einfach essentiell, wenn man da die falsche Konsole hat, ist man sozial auf dem Abstellgleis. Auf dem virtuellen. Ich so, jetzt haben wir ein bisschen Feinschliff hier. Wir können am Telefon telefonieren und dann habe ich hier noch so eine. Wir können am Telefon telefonieren. Den Ton. Hat er gesagt. Ja, und dann kann ich das schicken. Also ich könnte es abgreifen. Das ist dann auch besser als das Telefon. Genau, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Budi, wie heißt das Ding, was du da geliehen hast? Das ist ein Zoom. Das ist so ein Tascam Zoom. Das ist so ein Aufnahmegerät. Aufnahmegerät. Danke, Budi. Kein Problem. So ein teures mit vielen Buttons. Das stimmt überhaupt nicht, teuer. Ja. Wir sitzen gerade in einem Livestream, ich würde da gerade noch so ein bisschen quatschen und dann würde ich... Das haben die Leute eh komplett alle mitgekriegt, ne? Ja. Okay. Bis dann. Ja, cool, tschüss. Tut mir leid, aber ich bin... Ja, wir sind ja auch zur Arbeit hier. So, ich habe jetzt eigentlich schon alles vorweggenommen. Simon, die Aufgabe war es... Genau, ich sollte dich malen, jetzt musst du mich malen. Du musst mich ein bisschen schlanker malen, Budi. Du hast abgenommen, tatsächlich. Ja, warte mal, wie mache ich denn das hier? Gut, interessiert dich denn gar nicht? Ich meine, ich bin ja wie so eine Extremität von dir mittlerweile auch. Ich bin hier der für dich die Spiele spielt. Ich kann dir mal sagen, was habe ich denn gespielt? Ja, Beyond mal bitte. Habe ich gespielt. Ja, geil. Rain habe ich, also gespielt nicht, sondern mir anguckt. Beyond und Rain und Counter-Spy. Open Me, Helljumpers, sagt dir alles nicht, gell? Nee. Helljumpers könnte dir gefallen, das ist so eine Art Diablo. Echt? Ja, warte. Mit 3 bis 4 Leuten von oben. Mach mich erstmal schlanker. Ich hab dich schlanker gemacht. Es ist aber kein typisches Diablo, sondern es wirkt wie ein Shooter, also von oben, also wie Halo. So ein bisschen so, die Erde wird angegriffen und du und dein Team, ihr sorgt da ein bisschen für Ruhe. Geil. Ich hasse ja Diablo und deswegen kann ich damit nicht viel anfangen. Ich weiß immer nicht, warum du das hast. Weil das einfach nur blödes Geklicke ist, ohne irgendeinen Sinn. Nein. Ihr alle, was habt ihr euch? Diablo 3, klick, 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 klick. Und dann aber eine Woche später keine Sau mehr gespielt. Man hat das Spiel... Muss man dazu sagen, Budi war ein cooler Typ, wollte unbedingt jemanden haben, der es mit ihm spielt. Schenkt mir Diablo 3, hat es mir gekauft. Wir haben bisher nicht ein einziges Mal miteinander gespielt. Ich habe ein Kind gekriegt. Jetzt hättest du dir vor Diablo überlegen können. Das hast du recht. Ja, hast du recht. Ich meckere ja auch nicht, ich finde es ja cool, dass du mir ein Spiel gekauft hast. Aber dass ich es halt alleine nicht spiele, war klar. Und jetzt habe ich halt alleine ein 50-Euro-Spiel daheim rumliegen.
Ja, das stimmt. Und ich weiß genau, das nächste Mal, wenn ich es anmache, muss ich erstmal 3 GB Updates ziehen. Aber was man auch schon sagen kann, Blizzard hat ja heute auf einer Pressekonferenz verlauten lassen, dass es ein neues Add-on für Diablo 3 kommt. Vielleicht ist das ja unser Ansatzpunkt. Geil, nochmal Geld ausgeben. Um nochmal von Anfang. Ja, ja. Ja. Nee, ich mach das lieber nicht nochmal. Das schmeiß ich lieber hier vor der Gamescom einfach aus dem 3. Stock das Geld, meine ich. Und dann mal gucken, ob das nicht mehr bringt. Machst du? Wie hieß Helljumpers? Helljumpers? Ja, ich glaube, das war. Vielleicht habe ich mir den Namen auch ausgedacht. Halo Helljumpers? Nein, das ist nicht. Es hat nichts mit Halo zu tun. Helljumper? Oder wie heißt das? Ja, probier's mal mit R. Ohne S, genau. Ich dachte auch, nee, ist komisch. Vielleicht habe ich es mir falsch abgeschrieben. Wie könnte man denn noch. Ja, näher. Gib mal nochmal. Vielleicht PS4 ein. Komisch, vielleicht Hell, wie hieß denn das, Fabian? Was denn? Dieses Helljumpers, das hieß nur nicht so. Helljumpers? Na, dieses Diablo. Hm? Nee, was? Also, Hellgate London. Nein, Hellgate London. Okay. Ja, dann hättest du vielleicht mal zuhören müssen. Ich weiß doch gar nicht, worüber du redest. Halo. Es ist ein Diablo, was jetzt angekündigt wurde, gestern auf der Sony-Konferenz, heute hier auch nochmal bei Sony selbst. Diablo-Style, Halo. Verschnitt. Man schießt von oben aus der Vogelperspektive zu dritt oder zu viert oder auch zu zweit oder sogar alleine, Budi. Möglicherweise. Auf Alien-Invasoren. Ja. Oh, der Fabian, der kennt's. Ihr werdet jetzt rauskriegen. Warum hast du keinen Tweet hier? Warum hast du nicht Twitter und kannst. Die Leute wissen das bestimmt schon und schreiben es schon in den Browser rein, in der Hoffnung, dass es zu uns kommt. Ja, ich habe das Passwort für die Sachen nicht. Also auf dem Rechner. Habe ich nur hier. Aber hast du es denn nicht hier? Im Kopf? Nein. Im Kopf ist nichts, gar nichts. Ja. Das ist einfach gar nichts. Oh, hier, OpenMe, das würde dich interessieren. OpenMe, okay. Vita und hast du so einen Zettel, weißt du, und dann auf den Zettel und dann hast du augmentierte Realität, kennt man ja mittlerweile, ist ja nichts Neues mehr, und da ist dann eine Box. Und diese augmentierte Box gilt es zu öffnen. Und das war jetzt in dem, was ich gespielt habe, noch sehr simpel, indem du halt einfach erst 10-mal auf die eine Seite drückst, dann 20-mal auf die andere und so weiter. Und dann verändert sich die Box und mutiert und es ist einfach immer wieder geil, Augmented Reality zu sehen, zu erleben, zu spielen, oder? Aber das muss man halt auch selber erleben. Also ich habe jetzt einfach mal einen Trailer reingehauen, mal gucken. Oh, was ist jetzt genau der Trailer? Das ist ja hier der Highspeed-Booty. Ja. Ich habe dir aber leider überhaupt nicht zugehört. Scheiße, man kriegt hier mehr mit von der Messe, als wenn ich hier immer rumlaufe. Ja, ne? So, ich find's auch ganz, ganz nett. So, ich bin gespannt, aber Augmented Reality ist ja prinzipiell immer so. Ist das jetzt so die Box oder was? Das OpenMe ist das. OpenMe, okay. Ja. Das ist ja ein ungewöhnlicher Trailer für so ein kleines Spiel. Vor allem das japanische Trailer. Warum nehmen die einen weißen Mann und ein weißes Mädchen? Ein kleines Mädchen, weil es Japaner sind. Oh, da ist die Box. Die Büchse der Pandora. Wer weiß. So, jetzt bin ich gespannt, ne? Ja, guck mal skeptisch zu dem Mädchen rüber. Ja, so sah das aus, genau so. Wo ist es? So, der müsste das Kind so richtig so wegdrücken. Ich überschreibe mal, ne? Ey, ich habe dir die PlayStation Vita mit weggenommen, du Noob. Du hast die Untertitel gerade übersetzt. Ja, genau, ich mach das weiter. Ja, klar. Ja. Vorsicht! Aua, es hat geblitzt. Das wäre lustig, wenn die Vita so einen Zusatz kriegen würde und dann, berühr mich hier, du Idiot! Ich finde auch, Bestrafung fehlt noch. Kagebuchi no Jutsu! Und hier, die Vollidiot stand gerade in diesem kleinen blauen Ding. Hier, ich mach mal die Box auf jetzt. Das hat sie gestikulativ. Und hier ist Wind. Ich habe mal die Aircondition angestellt. Das ist so manipulativ. Guck mal, der junge, agile Typ ist zu doof. Aber das kleine Mädchen, das ist, wie heißt das, intelligent? Super smart. Super smart. Super smart. Und weiß alles. Aber die wird dann zeigt auch das mal dem Erwachsenen so richtig, ja, guck mal, die wird wo halt der Hammer hängt. Guck mal, die sieht zwar gechillt aus, aber kriegt die ganze Zeit Wind. Ja, aber so, genau so habe ich das auch gespielt, nur dass ich die Box nicht aufbekommen habe. Und also das hat jetzt die von Curiosity auch geklaut, ne? Das ist doch so ähnlich ungefähr. Oh, es wird dir auch gefallen, wenn wir jetzt gerade bei so augmentierten Kram sind. Ja. Bei der PS4, das meine ich, die 20 gerade, musst du halt einfach 20 mal draufdrücken. Ist natürlich schon ein bisschen lame. Ja, aber ich weiß, aber trotzdem, ist doch nett. Ist doch nett. Ja, gut. Es gibt eine, so ein bisschen Anti-Chamber-Style, ne? Anti-Chamber hat ja auch wirklich so ein bisschen rätselmäßig nochmal, kann man an der Stelle sagen, nochmal so ein bisschen neuen Schwung verpasst, von wegen wirklich mal anders denken. Weißt du, also du kriegst halt eine Quest und sagst, geh jetzt nicht nach hinten und dann gehst du nach hinten und dann stirbst du. Also weißt du, so lustige Quests, die halt das Andersdenken so ein bisschen fördern. Ja, ich kann bei Anti-Chamber irgendwann auch nicht mehr weiter.
Ja, weil das auch so unfair ist. Man wird belogen. Man wird einfach sogar belogen von dem Spiel. Ich muss es unbedingt komplett durchspielen. Das ist ein komplett neues Konzept. Das ist man nicht gewohnt. Man ist gewohnt, dass wenn das im Spiel einem erklärt wird, dass das auch stimmt. Ey, die hat gerade wirklich Fuck you gesagt, glaube ich. Ich muss mal kurz zurückspulen. Entschuldige Sie, ich habe dir zugehört. Bezweifle ich, Budi. Da, doch, da. Fuck you. Nein, das war hier. Da steht auch schon. Ne? Boon. Boon. Warum fliegt ihr Haar und seins nicht? Ja, weil sie das Wissen hat. Da hier, sie ist erleuchtet. Pass auf. Naja, okay, vielleicht. Naja, nicht ganz. Naja, wir waren eben bei der PS4 und einem Spiel, was bei der PS4 fest eingebaut sein wird. Was komisch ist, weil es nur mit dem neuen iToy oder dem Kinect von Sony sozusagen funktioniert. Den Namen habe ich leider vergessen, aber es ist eine Sandbox, bei der man sich, das habe ich mit Ede vorhin gespielt, wir beide sitzen vor der PS4, werden von der Kamera aufgegriffen, die baut uns dann direkt in so eine virtuelle Welt ein, kennt man ja, und dann mit dem Controller kann man, was kann man eigentlich damit machen? Also man konnte oben auf dem Touchscreen ein bisschen rumrubbeln, und dann kam so ein Roboter raus, so eine Kugel, die aussah wie aus Wall-E, Eve, also das Mädel, also mit den Augen und so, und das war erstmal furchtbar langweilig, weil die fliegt dann halt rum. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann schon geärgert, der Ede und ich, weil da nichts passiert. Und dann meinte irgendwie einer der Leute, nee, du sollst die ärgern. Und dann haben wir so irgendwie 15 Minuten lang verprügelt, bis dann endlich was passiert ist. Dann wird sie nämlich sauer und hat mir das Gehirn so gebrutzelt. Und und dann wirst du noch so geröntgt. Und es gibt halt so kleine Spielereien. Das Coole war aber dann tatsächlich, es gab auch einen Modus, wo du gesehen hast, dass in dem Controller kleine Wesen sind. Also du konntest dann in den Controller in deinem Bild quasi reinzoomen und hast dann gesehen, dass da so kleine Wesen sind. Cool. Und wenn du den Controller dann so geschüttelt hast, sind die Wesen alle so... Super. Also eine kleine Spielerei einfach. Ja, und wenn du X und Kasten so gedrückt hast, dann kam so Disco-Licht von oben in dem Controller. Geil. Und die haben da richtig Party gemacht in dem Controller. Das war ganz geil. Scheiße. Und dann konntest du die auch rausschießen. Und der Name fällt dir nicht ein, oder was? Nee. Und dann konnte man noch auf einem Tablet, das ist aber die eine Sandbox für die PS4. Also okay. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, ich glaube nicht. Egal, muss man mal gucken. Und das Tolle war natürlich, man konnte auf einem Tablet was malen und das wurde dann gescannt und in das Spiel. Du konntest es dann so reinschnicken und dann landete es wirklich im Spiel als Item. Geil. Also, was haben wir gemalt, kannst du denken. Diverse Penen sind in das Bild geflogen. Von Ede gemalt, von mir gemalt, bis man uns dann verwiesen hat des Platzes. Ja? Wurde dir verwiesen? Nein, aber wir haben es wirklich drauf angelegt. Aber offensichtlich hatten die mit Penen kein Problem. Die Mehrzahl? Das ist heute, hatten die keine Probleme. Ich check mal kurz. Frag mal Internet. Helljumpers hatten wir schon, gell? So hieß es nicht. Penis. Helljumpers, verdammt. Helldivers. Ja, sauber, gucken wir uns da. So, Mann, warum habe ich Jumper aufgeschrieben? Penis. Lassen wir das. So, Helldiver. Helldriver. Das ist ja fast eine Tradition. Bei Sonys iToy-Ständen ihr Penen malen, ist wirklich, also ja, das gehört zu Game One wie Booty. Tatsächlich. Das war auch PS4, war das Helldiver, ne? Ich denke schon. Ja, hier, da war's doch, hier, das ist so überall. Doch. Ja, ich hab's doch. Ja, schauen wir mal schön rein. Ja, aber da siehst du schon 720 von oben. 720p, 1080 machen ist doch gut, läuft doch. Ich weiß doch. Ja, contain content in appropriate content, not war. Falls ihr Kinder seid, jetzt wegschalten bitte. Ja. Könnt ihr auch so machen, ja. Aber dann auch bitte die Ohren. Also wir können ja wieder subtiteln, simultan. Your freedom. Das war irgendeine andere Sprache. Das war eine gute Sprache. Is threatened. Ich kann nicht mal, ich habe nicht mal ein Talent, um Sprachen annähernd irgendwie nachzumachen. By the enemies of Earth. Ja, aber du siehst, also habe ich nicht zu wenig versprochen. Nee, ey, mir macht sowas ja echt immer Spaß. Peng, 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 peng. Ist wahrscheinlich genauso wie Diablo, nur dass man halt jetzt schießt, statt zu hauen. Und man drückt trotzdem nur die ganze Zeit. Ja, aber ich mag diese Top-Down-Shooter, mag ich gerne. Und wenn du das auch noch echt so Koop-mäßig spielen kannst. Ich mag das wirklich gerne. Gibt's ja auf dem PC, haben ganz viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber es gibt auch wirklich gute Spiele, die halt in diesem Genre sind. Also Top-Down-Shooter, also ganz gemütlich halt einfach. Ja, ich kann mich an so ein paar erinnern, die dann auch mit der Half-Life-Engine früher noch genau, mit Aliens und so, war immer ganz geil. Aber hier gucken Vita-Titel und wenn man da zum Beispiel gemütlich irgendwie im Bus irgendwie zum Beispiel auf dem Weg zur Gamescom fährt, sowas ist doch nett. Ja. Ich habe Everybody's Golf gespielt zum Beispiel. Ich hatte eh das Gefühl bei der Sony-Pressekonferenz gestern, dass es zwei Sachen gibt, die Sony echt wichtig sind. Zum einen der Indie-Markt, also da versuchen sie sich schon so auch zu etablieren als jemand, der die pusht, der sagt, nee,
die anderen machen das nicht so sehr, wir finden euch richtig klasse. Das ist, aber, ist ey, ja auch völlig in Ordnung, also ist ja eine legitime Taktik. Das ist einfach so, ganz ehrlich, wenn du halt überlegst, hier Mojang etc. Oh, Entschuldigung. Was ist immer ein dezenter Klingelton? Medikamentenzeit. Medikamentenzeit? Ja, kommt die Schwester mit der Spritze. Ja. Das alle, bitte, alle bitte das Internet verlassen. Das wird schön. Wo war ich gerade? Hier, Minecraft. Oder, keine Ahnung, Andy Chamber ist ja auch so ein Erfolg geworden. Slender, das sind alles Minigames oder Indie-Game-Titel, Demo aus der Demoszene eigentlich, die halt irgendwie Einzelpersonen gemacht haben, die halt voll durch die Decke gegangen sind. Oder hier, 30 Flights of Loving oder sowas. Weißt du, so kleine Arthouse-Spiele. Mhm. Und die Großindustrie rafft nämlich jetzt so langsam, nicht nur, dass es dann natürlich, ich meine, Minecraft ist ein Ausnahmetitel, das ist halt einfach explodiert, also sowohl dann auf der Xbox als logischerweise auch auf dem PC. Der Mann ist einfach komplett vergoldet inzwischen. Die wollen halt genau diese Leute supporten, aber logischerweise noch was vom Kuchen abhaben. Und die Xbox, also Xbox One, Microsoft hat jetzt ja auch vor ein paar Tagen offiziell announced, ey, hier, das ist unser neues System, wie wir Indies und Entwickler reinholen und ja, es soll alles vereinfacht werden. Das war ja bei der großen Konferenz, bei der E3 war das auch schon Thema, ist aber in dem ganzen Shitstorm komplett untergegangen. Und ich finde es interessant zu sehen, wie die großen Player Nintendo, wie immer, einmal außen vor, also, ne, ja. Ist einfach, die sind, was das angeht, ist einfach konkurrenzlos, muss man sagen. Da muss man einfach sagen, okay, Sony als auch Microsoft committen sich zu Indie-Games, zu jungen Entwicklern, weil die auch jetzt inzwischen gerafft haben, okay, die neue Generation, also auch wir und noch jüngere, die sind fucking noch mal jünger als wir, Buddy, das geht nicht, da darfst du ja gar nicht mehr rein auf die Games. Das stimmt. Nee, aber die sind halt, also ich schließe uns auch aus, aber die sind halt behende, so, die beherrschen Unity, die beherrschen die Engines, die beherrschen die Programme und die bauen einfach schnell Games. So, und natürlich wäre das geil, wenn du die halt supportest und bestenfalls auch noch Kohle mitmachst, also aus der Industrie. Ja, ich sehe da aber auch, ich meine, das ist natürlich, machst daraus was Edles. Aber nee, gar nicht. Nein, was ich meine, ist ja völlig okay. Es sieht ja auch aus wie... Also, ich erkläre es jetzt quasi und dann hörst du gar nicht zu. Ich höre dir zu. Achso, ja, ich bin mir nicht sicher. Achso, du musst wirklich deine Medikamente... Das war gar kein Witz. Du musst deine Medikamente... Meine Fresse, du bist ja wirklich krank. Ich dachte, du hast dir einfach was auf die Nase gegeben lassen. Nee, ich muss mir noch was ins Auge sprühen gleich, aber das mache ich off-camera, das ist eklig. Ja, damit es rot wird, gell? Ja. Damit es rot und dick wird. Mhm. Ist wichtig. Ihr Auge ist nicht dick genug. Herr Budimann, haben Sie es eingesprüht? Oh. Was wollte ich denn sagen? Es wirkt edel, sich so dahinzustellen als der Supporter der jungen und frischen und Ja, was es aber am Ende natürlich Sony bringt und Microsoft auch, ja, und allen anderen auch, ist originelle, coole Spiele, die wenig Kosten in der Entwicklung und auch wenig Kosten im Verkauf, also das sind so Kosten von 10 bis maximal, sagen wir mal, 15 Euro, die auf den Spieler zukommen, was natürlich super ist, weil alle anderen Spiele kosten richtig, richtig, richtig Asche und sind auf Safe entwickelt. Also so, dass man wirklich davon ausgehen kann, okay, Infamous Second Son verkauft sich. Weil das hat ein ganz bloß keine Experimente. Eben, da ist ein Businessplan dahinter. Das ist ein langfristiger Businessplan, hat die Marke, bla, der ganze Scheiß. Und die Mitte stirbt aus. So. Die originellen, mittelteuren Titel, die gibt es nicht mehr. Die werden einfach verschwinden oder sind schon verschwunden. Ja, aber das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich meine, jetzt diskutieren wir Valve, Steam, Greenlight, also das Ganze. Steam und Valve sind ja eh schon... Genau, die sind halt schon wieder... hallo? Herein. Wer ist hier drin? Das war wunderschön. Ich habe so viel Tränen im Auge, dass es angeschwollen ist. Das war Teil 3. Teil 4 ist hier. Reim hat sich gereimt.